Seit über 100 Jahren wird nun an dem Thema Stress geforscht. 1915 ging es los mit der romantischen Phase, dann kam 1936 die Ernüchterungsphase, später dann die Verhandlungsphase und jetzt sind wir in der Konsolidierungsphase. Doch trotz dieser ganzen Forschung wissen die wenigsten Menschen genau Bescheid, wie sie Stress im Alltag vermeiden können. Und da werde ich dir heute ein paar wichtige Tipps dazu geben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur selbst Unternehmer und Berater, sondern auch zertifizierter Persönlichkeitsberater mit der Methode Birkmann. Und dort gibt es einen ganz wichtigen Mehrwert, nämlich die Information, wie man Stress im Alltag vermeidet. Damit es dir leichter fällt, die Tipps nicht nur zu verstehen, sondern auch gleich umzusetzen, darf ich dir das zugrunde liegende Modell von dieser Methode namens Birkmann auch abbilden. Diese Methode sagt Folgendes aus, dass jeder Mensch Interessen hat, so wie eine Sonne. Und dass jeder Mensch auch Stärken hat, also im Normalverhalten, ausgeprägte Fähigkeiten, etwas, was du gut kannst, etwas, was ich gut kann. Nur was wenige Menschen wirklich wissen, dass sie ihre Stärken nur so lange einsetzen können, solange auch das Fundament steht. Und das Fundament, was relevant ist zur Ausübung der Fähigkeiten, zum Abrufen des Wissens, zum Beispiel in einer Prüfung, das sind die Erfüllung der Bedürfnisse. Und das hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du aufgestanden bist, vor einer Gruppe spontan eine Rede halten musstest oder wenn du vor einer Prüfungskommission getreten bist und abgefragt worden bist, dann kam ja vielleicht der Blackout. Und der Blackout steht dafür, dass deine Bedürfnisse hier im Fundament nicht erfüllt worden sind und in dem Moment schaltet dein Gehirn komplett dein Wissen, deine Stärken ab. Das Dumme daran ist, du tust denn nicht nichts im schlimmsten Fall, sondern du tust etwas, was dann im Keller unten wartet und das nennen wir das Stressverhalten. Und diese Birkmann-Methode, dieses Modell kannst du nachlesen auf der Webseite www.birkmann.info. Dort wirst du sehen, dass du insgesamt 11 große Stärkenbereiche hast und dass jeder Stärkenbereich basiert auf einem Fundament. Und jedes Fundament wiederum, jeder Baustein steht für ein Bedürfnis. Das bedeutet, all deine Stärken, die du hast, stehen jeweils auf einem Fundament, Baustein deiner Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse habe ich dir kurz mal angezeichnet. Das erste ist also Bedürfnisse in 1:1 Beziehung, in Einzelbeziehung. Das zweite sind die Bedürfnisse in Bezug auf Gruppen. Brauchst du viel, brauchst du wenig Gruppen. Dann in Bezug auf Struktur, brauchst du Freiheit, brauchst du genaue Vorgaben. In Bezug auf Autorität, möchtest du eher ein demokratisches Umfeld haben oder brauchst du eine natürliche Autorität? Dann ist die Frage auch, was für ein Bedürfnis hast du in Bezug auch auf Gewinn? Ist dir wichtig das Immaterielle oder das Materielle? Auf Aktivität, musst du erst viel nachdenken lieber, brauchst du Zeit zum Nachdenken oder willst du sofort loslegen? Dann in Bezug auf dein Selbstbild. Also hast du ein hohes Selbstbewusstsein, hast du ein niedriges, brauchst du viele Anforderungen oder brauchst du eher eine wettbewerbs-, eine erfolgsorientierte Umgebung? Auch zum Thema Empathie ist wichtig. Was brauchst du von anderen Menschen? Brauchst du Offenheit, Ehrlichkeit, Direktheit oder brauchst du Einfühlungsvermögen? Dann auch zum Thema Veränderung. Brauchst du also lange Ankündigungsphasen, bevor sich etwas verändern soll? Oder liebst du es, wenn jeden Tag sich viel verändert? Und natürlich ist wichtig, wie du die Freiheit liebst. Brauchst du also einen großen Rahmen von Freiheit oder brauchst du eine berechenbare Umgebung? Und schließlich auch bei der Entscheidung. Brauchst du Zuarbeit von anderen oder brauchst du bei komplexen Sachverhalten viel Zeit zum Nachdenken? Und damit du dieses Modell noch besser verstehst, habe ich den zweiten Baustein hier mal als Beispiel herausgenommen. Und zwar auch in der Anwendung bei mir. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in Gruppen zwar gut auftreten kann, aber mein Bedürfnistank sagt was ganz anderes. Mein Bedürfnistank sagt, dass ich sehr, sehr, sehr viel Zeit für mich alleine brauche oder mit ein oder zwei Personen. Das bedeutet also, meine Aufgabe ist es zum Beispiel, sicherzustellen, dass mein Bedürfnistank voll ist. Das bedeutet also, wenn ich die Woche zurückgehe und ich habe 3 Tage in Gruppen verbracht und 3 Tage mit mir Zeit alleine gehabt und jeden Tag auch immer einen Termin mit mir gehabt, dann ist mein Bedürfnistank voll. Ist es aber auf der anderen Seite so, dass ich nur in Gruppen ganze Zeit unterwegs war, nur Veranstaltungen war, von einem Training zum nächsten und auch eine Abendsveranstaltung am Wochenende noch feiern hatte, dann ist irgendwann der Bedürfnistank leer. Und die Grundregel lautet, wenn irgendwann die Mindestfüllstandsmenge unterschritten ist, also diese rote Linie unterschritten ist von der Erfüllung der Bedürfnisse, dann schaltet der Körper, dann schaltet dein Gehirn um auf Stressmodus. Was bedeutet das nun? Letztendlich hast du also hier 11 Bedürfnisbausteine, die letztlich aber kleine Tanks sind. Und jeder Tank hat wie bei dir im Auto einen kleinen Tankanzeigermesser. Und wenn der anzeigt, dass das Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann ist sehr wahrscheinlich, dass du alsbald oder vielleicht schon jetzt im Keller sitzt, also im Stress bist. Und das ist natürlich relevant für die Auswahl deiner Handlungsmaßnahmen, um aus dem Stress wieder rauszukommen.
Viele fangen an, mit ihrem Schwert gegen den Wind zu kämpfen und wundern sich, dass sich nichts ändert. Tatsächlich kannst du nicht gegen die Stresssymptome etwas tun, wenn du erstmal im Keller sitzt, sondern die viel wichtige Aufgabe ist herauszufinden, welche dieser 11 Bedürfnistanks ist gerade leer oder zu leer und wie vor allen Dingen kannst du die auffüllen. Und hier findest du auch die Lösung, wie du dich letztendlich vor Stress schützt, wie du ihn meidest. Und das geht ganz einfach dadurch, dass du dir zunächst all deiner 11 Bedürfnistanks bewusst wirst und auch genau herausfindest, was du brauchst. Denn in Bezug auf Gruppen kann es so sein, dass es wie bei mir ist, dass du viel Zeit für dich alleine brauchst. Es gibt aber auch hier im Gruppen das andere Extrem, dass jemand sagt, ich brauche immer das Gefühl, Teil der Gruppe zu sein. Das ist deine erste Aufgabe, die es herausfinden gilt. Und zwar für alle 11 Bereiche. Und wenn du das herausgefunden hast, am besten mit der Methode Birkmann, mittels eines Tests, der elektronisch abläuft, wenn du das herausgefunden hast, ist der nächste Schritt, dann gerade eine Momentaufnahme zu machen, wie voll sind deine Tanks alle. Und da, wo deine Tanks am leersten sind, gilt es natürlich als nächstes, diese aufzufüllen. Und das Gute ist, dieser Birkmann-Test bietet auch eine mehrseitige, knapp 10-seitige Anleitung, ein sogenanntes Anti-Stress-Handbuch, was du tun kannst, um all deine Bedürfnisse Tanks aufzufüllen. Die gute Nachricht ist, es gibt also Lösungen, die erstmal identifizieren, wie deine Psyche, dein Unterbewusstsein aufgebaut ist, welche Bedürfnisse du tatsächlich hast und du kannst dann auch feststellen auf einer Skala von 1 bis 10, wie voll die sind. Das Gute ist auch, dass du dann in diesem Anti-Stress-Handbuch dann Anleitung bekommst, Handlungsanweisungen bekommst, Erste-Hilfemaßnahmen bekommst, dass du konkrete Verhaltenstipps bekommst, wie du diese Tanks jeweils füllen kannst. Die einzige schlechte Nachricht ist, es geht nicht über Nacht. Das alles zu erforschen, dauert eine gewisse Zeit. Das zweite ist, das Ganze umzusetzen. Das kann schon ein paar Wochen und Monate dauern, dass du dir erstmal selbst bewusst wirst, welche Bedürfnisse du hast. Zweitens, lernst diese zu versprachlichen. Also sprich dem anderen zu sagen, lieber Chef, ich kann zwar gut in Gruppen auftreten, aber das geht nicht 7 Tage. Ich brauche mindestens 3 oder 4 Tage für mich alleine. Und das planst du auch um in deinem privaten Leben, als Selbstständiger oder als Angestellter in deinem Unternehmen. Das bedeutet also, du hast dann noch die Informationsaufgabe, alle deine Menschen um dich herum zu informieren und eine Gestaltungsaufgabe, dein Zeit- und dein Lebensmanagement so auszurichten, dass jeden Tag deine Bedürfnistanks voller werden. Wenn du diesen Birkmann-Test also gemacht hast, dann hast du einen großen Vorteil, einen großen Nachteil. Der Nachteil ist, du kannst dann ab diesem Moment nicht mehr sagen, dass andere Menschen verantwortlich sind, dass andere Menschen schuld sind, dass du heute im Stress bist. Denn Stress bekommst du nur, also das im Keller sitzen geschieht nur dann, wenn du vorher verpasst hast, deine Bedürfnistanks aufzufüllen oder aufgefüllt zu halten und dann zu beschützen. Der große Vorteil ist aber, du hast für den Rest deines Lebens einen super Handlungsplan. Du kannst es sichtbar machen, du kannst dich damit versprachlichen, also anderen Leuten mitteilen, was sie falsch machen, was sie ändern können. Denn bei dir auf der Stirn steht nicht drauf, was du in diesen 11 Punkten jemals vom anderen brauchst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, diesen Test zu machen, diesen Test auszuwerten, diesen Test umzusetzen, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video liken, teilen und den Kanal abonnieren, wenn du weiter informiert werden willst und weitere solche gute Videos auch erfahren willst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg und wenn du jetzt den Test machen willst, dann kannst du gerne unten auf den Link klicken. Wir haben hier einen kleinen Link zum Testverfahren. Du kriegst die E-Mail nach Hause geschickt, machst in einer halben Stunde den Test für dich ganz alleine und wir helfen dir dann bei der Auswertung.